So, moin und herzlich willkommen zu meinem nächsten Projekt. Wir werden zusammen Mario Wear Touch für die Nintendo DS spielen. Das Spiel ist am 2. Dezember 2004 erschienen. Und es ist eines der ersten Spiele für den DS gewesen. Meine ich, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall zeigt es die Fähigkeiten des Touchscreens. Ihr seht auch, dass ich den Touchscreen auf dem Brustbildschirm habe, anstatt wie sonst umgekehrt. Denn in dem Spiel ist es, ja, wichtiger, den zu benutzen als den anderen. Deswegen ist es diesmal umgekehrt. Wir werden nochmal die Geschichte durchspielen, oder die, was man ja Geschichte nennen kann. Und ja, es ist kein langes Projekt. Es ist eher auch so ein Zwischenprojekt, kann man sagen. Weil, ist halt so. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Yeah! Rechtshänder. Ja, auf jeden Fall. Zum Salieren drücke ich auch raus, ja, bla bla. Okay. Es fängt automatisch die erste Geschichte an. Es sind mehrere Mini-Geschichten, kann man sagen. Und ja, dann müssen wir Mikrospiele abschließen. Wer die WarioWare-Reihe kennt, wird wissen, was ich meine. Ach ja. Dieser verfressene Sack. Oh ja, so lecker. Ja, selber schuld. Selber schuld. Der hat so viel gefressen, ne? Ich schreie jetzt hier nicht, aua. Ne. Warum ich das Spiel spiele, ich habe Bock auf das Spiel. Ich dachte, ich brauche ein kurzes Projekt dazwischen durch. Und da habe ich gedacht, so nehmen wir dieses Spiel, weil es eigentlich ganz nett ist und man kann es zwischendurch mal gut spielen, denke ich mal. Ja, ja, ja. Ich glaube, er macht sie zum Arzt. Ich glaube, er fährt zum Zahnarzt. Bin ich sicher. Schon lange, als ich das Spiel gespielt hat. Dr. Aua. Okay. So einen Zahnarzt würde ich nicht besuchen. Wenn der Dr. Aua heißt. Aua. Dr. Aua. Meine Zähne. Oh yeah, das ist schrecklich. Einen Moment bitte. So, aber jetzt sehe ich das erstmal auch die Fähigkeiten, was wir machen können hier. Ganz normal aufklicken. Und den Touchscreen. Und dann kriegen wir die Dinger weg. Wow, jetzt bin ich wieder der Alte. Gute Arbeit, Doktor. Versprich mir eins. Finger weg von den Süßigkeiten. Als ob er das macht. Als ob er das macht. Jetzt bin ich wieder böse sein. Ich fahr los. Obwohl du es schon tust. Idiot. So, wir haben pro Ding 4 Leben immer. Und wir müssen die Mikrospiel abschließen. Das steht immer drauf. Also wir machen müssen zerstechen. Es gibt mehrere Ebenen, das kann man an der Zeit wird schneller werden. Und die werden auch schwerer. Ich werde euch pro Part, denke ich mal, ich weiß nicht, vielleicht 2 Geschichten zeigen, mal gucken. Das muss ich dann entscheiden. Je nachdem, wie lange die sind, die werden noch länger werden als das jetzt hier. Ich zeige auch eine Rückrunde immer, das wird mir einmal zeigen, wie schwerer werden die Spiele. Und dann mal gucken. Dann mal schauen. Yep, yep, yep. Ihr seht es schon, ab 5 wird es schneller. Es kommt auch ein Boss nachher. Es gibt auch nachher ein paar Retro-Spiele. Das ist ganz geil, das Spiel. Das hat mal lustige Aspekte auf jeden Fall. Es gibt auch noch ein Wii-Teil. Und auch auf dem Advance auf der GameCube gab es auch einen Teil. Aber ich kenne die Serie erst auf den DS-Teil. Also kann ich euch da nicht so viele Informationen zu geben. Aber ich meine, die Spiele wurden immer erweitert, erneuert und so weiter. 1, 2, 3. Und ja, ist eigentlich eine ganz coole Serie. Der beste Teil ist meiner Meinung nach aber der Wii-Teil. Weil halt mit der Bewegungssteuerung, das halt sehr gut umgesetzt so ist. Finde ich auf jeden Fall. So, Boss. Das ist ein Spiel, was man aus Mario Paint kennt. Please? Please? Ah! Oh, oh. Wow, das war knapp, ey. Fast hätte ich es erkackt. Und das war knapp. Gut, wir haben's.
das war's. Ich denke mal, die Parts werden auch nicht die 20 Minuten mal kriegen. Glaube ich nicht mal dran. Das glaube ich nicht. Oh, ich ahne, dass er böse macht. Das riecht nach Zucker. Wie kann der Zucker riechen? Das kann höchstens süß riechen, ja. Süße Sachen. Eine typische Wario-Aktion, würde ich sagen. Hey, Frau Bäckerin. Sie bewegt 10 Stück Kuchen, bitte. Sie bewegt ihren Mund, wenn er redet. Ja. Hm, warte. Finger weg von den Süßigkeiten. Ach, was, das wäre schon. Und es geht schon wieder los. So ein Idiot. So ein Trottel. Das ist echt so ein Idiot, ey. Wie sie guckt. Danke, komm bald wieder. Wurde die anderen Kuchen gelassen? Wo hat er die Kuchen gelassen? Da bist du ja wieder. Ja, es ging schnell. So. Jetzt sehen wir also erstmal gleich den Hauptscreen. Das ist die, das, der Raum füllt sich später noch mit noch ein paar anderen Charakteren, die wir im Laufe des Spiels sehen werden. Nicht schlecht für einen Trottel. Ey, laber nicht. Laber nicht. So. Jetzt sehen wir den Hauptscreen endlich mal. So. So. Ich hoffe, ich das jetzt sagen werde. So. Da tauchen die nächsten auf. Es müssen zwei sein. Genau. Jimmy und Mona müssten das sein. Ne? Ja, Jimmy T und Mona. Mona. Ich zeige euch mal kurz die Sachen durch. Hier könnten wir halt die Sachen anklicken. Die Spiele können wir halt sehen. Die gucken wir uns. Das gucken wir uns im Laufe des Spiels an. Hier ist genau ein bisschen Spielzeug hier, was wir später auch bekommen werden. Und halt die Option. Aber, naja, scheiß drauf, wenn nicht. So. Gut. Ich sage immer noch eine Rückrunde. Machen wir. Ist ganz locker. Bleib einfach. Ist ganz einfach locker. Bleib locker. Versiebt's einfach nicht. So, mal schauen, wie wir weiterkommen. Wir werden natürlich, wie gesagt, schwerer. Ich denke mal, in dem Part werden wir jetzt nur Wario machen. Na, mal gucken. Je nachdem, wir verkacken. Das kommt ein bisschen darauf an. Ich werde also bis 20 werde ich es auf jeden Fall machen und dann mal gucken. Man bekommt dafür Sachen und sowas. Das ist auch ganz geil. So, zünden. Das kriegen wir hin. Also, wie gesagt, jetzt ist es noch ziemlich simpel. Es wird aber nachher noch ein Stückchen schwerer, weil muss man wirklich die Bewegung auf Touchscreen wirklich gut machen. Flicken. Wow. Mit einem Flicken geht er duschen. Wow. Hammer gut. So, Meißeln, eine sehr griechische Figur entstehen wir da. Ach ja, Leute. Ein schönes Spiel. Also ich finde es, was soll ich, achso, ich kann sagen, was soll ich, WTF das Spiel, kannte ich nicht immer. Das kannte ich echt nicht, ey. Lol. Ich bin ein Idiot. Das sieht aus wie Pilz und ich klicke auf die, oh, Trottel. 10. Ja, ich kann das. Ich kann rechnen. Okay, jetzt können wir Boss, wenn wir Boss schaffen. Kriegen wir Leben. Das war letztes Mal ja ein bisschen knapper. Und die Stufen werden auch schwerer davon. Da kommen wir mehr nachher und die werden noch schneller. Oh Gott, ich dachte, die treffen wir ja nicht. Sag knapp. So, und ab. Okay, was kommt? Knoblauchzahnpasta. Als ob. Ekelhaft das her. Knoblauchzahnpasta. Please, ey. Please, keine Knoblauchzahnpasta. Neue Level, jetzt werden die schneller. Und aufwecken. Ah. So werde ich auch nicht aufgeweckt mit der Trommel, ey. Please. Genau hinschauen. Was hat sich verändert? Das hat sich verändert. Ganz simpel. Ach ja. 12? Zwei Käfer antippen. Also da und da. Muss man ganz genau hingucken, ey. What the fuck? Ja, ich kann ihn sehen hier. Stupsen. Jetzt sind die anderen. Oh, gerade immer weiße Katzen. Jetzt sind es braune. Wie gesagt, bis 20 werde ich machen und dann werde ich nach und nach tot gehen lassen. Pieksen. 1, 2. Wie gesagt, nachher wird so eine Kratze so schnell werden, dass man eigentlich fast. Oh, das war schon ein bisschen schwerer. Dass man fast gar nicht mehr hinterherkommt. Das ist nun mal so, ne? Buschere Boy. Alles klar, kriegen wir hin, Junge. Da haben wir auch gar nicht gehabt von. Schießen. Ach so. Ach, fuck, ja, ich hab's Spiel zu spät gescheckt, was er von mir wollte gerade. Ich habe nicht gescheckt, was er von mir wollte. So, erledigen. Alter, please, treff doch mal. 4 Stück, ne, sind diesmal mehr.
Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich verkack. Ich verkack's. Ah! Bleib stehen, bleib stehen. Ich warte jetzt, bis er steht. Oh oh, ich warte tatsächlich, bis er steht. So, down. Okay, jetzt war's. Boah, das Knacken war schon da. Okay, was kommt jetzt? Ach, er wiederholt sich nur. Okay, alles klar. Ich dachte, er macht irgendwas anderes. Nein, er macht nichts anderes. Und neuer Level. Stufe 3. Ab jetzt wird's interessant, wenn er jetzt in die... Was zur Hölle ist das denn? Der ganze... What the fuck? Yo, kommst du zum Tampas nach Hause, ey. Stupsen. Okay. Muss man eigentlich schon drauf achten, was man da jetzt anklickt. So. Genau hinschauen. Genau hinschauen. Ich hab nicht drauf geachtet. Okay. Fuck. Ich hab jetzt echt nicht hingeguckt, ey. Drei Käfer. Eins, zwei und da sieht man den anderen. Okay. Okay, okay, okay. Na, gucken wir, ey. Gucken, wie weit wir es schaffen. Oh Gott, das war nur das gleiche mit meiner Mauer vorhin. Oh, ein Klo. Ein Klo aus Granit. Geil. Eins, zwei, drei, okay. Ja, sonst machen wir nur Wario den Part. Mal gucken, wie weit ich komme. Irgendwann werde ich es eh nicht mehr schaffen. Pieksen. Oh Gott, ich dachte jetzt gar nicht verkackst. Ab und zu merkt man, dass ich still bin, weil ich muss echt gucken, dass ich das richtig mache. So, nächster Boss. Nochmal, Stufe 3. Oh Gott, das ist aber... Hallo, please, treff doch mal. Ich verkacke das diesmal ordentlich. Ja, aber... Oh, geil, das sind vier... Ja, please. Seien Sie nicht so ein Idiot hier. Oha. Das weg. Na komm, bleib doch mal stehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich verkack's. Oh, das war knapp wieder. LOL. Jetzt habe ich schon dreimal geschafft. Okay, ich glaube... Ja, es wiederholt sich. Please. Please, wiederholen Sie dich nicht. Mal gucken. Alles klar. Nachspielen, was denn? Boah, ich hab drauf geklickt. Ja, sonst ist es verkackt. Das soll ich dann schon was noch nicht haben. Na, na, nein, 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 nein. Ah, okay. So unfair. Aufwecken. Okay, das war wieder super knapp. Okay, die werden schwerer, eindeutig. Okay, das war auch gut. Das waren wieder 12 Ballons. 32. Und ist jetzt schneller wieder. Ab jetzt glaube ich es nicht mehr. 366? Ja. Wow. Eine schwere Aufgabe. Merken. Was soll ich mir merken? Ach so. Ja, ich hab's gerade gescheckt. Okay. Soll ich jetzt aus dem anderen Prinzip draufgeklickt? Ich glaube, was? Jum. Nein. Nein, nein. Oh, jetzt hab ich New geschrieben, ey. Verdammt. Pieksen. Oh, merkt. Okay, ich verkack's jetzt. Das ist jetzt erst. Oh, kommt der Boss. Mit einem Leben. Oh mein Gott. 36. Das war gerade eben auch knapp. Ich werde jetzt... Oh, please, bleiben Sie nicht stehen. Oh mein Gott. Ja, das ist... Das wird jetzt nichts werden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Erste 5 Stück. Ja, fuck. Das war's. Schade. Ja, ist verkackt. Aber 36 ist okay. 36 ist okay. 36. Jetzt müssen wir irgendwas bekommen. Auf jeden Fall, weil wir echt gut waren. Können wir mal schauen, ob wir alles gemacht haben bei Wario. Mal schauen. Schütteln die mal hier ein paar Sachen rausgeben. So, was ist das hier? Mal gucken wir uns mal an. Wir gucken uns mal an, was das ist hier. Achso. LOL. Achso, er kann nur hier vorne. Was soll ich draufklicken? Nichts. LOL. Haben wir spaßig, ey. So, kann man jetzt ins Album packen? Ja, bewegen. So, zack. Ab ins Spielzeug. Was ist das? Projektor. Okay. Oh, LOL. Das Ding bewegt sich. Geil. Oh, bekloppt, ey. Oh, man. Wer braucht das? So, das schieben wir auch. Gut, dann würde ich sagen, dass wir im nächsten Part dann mit Mona weitermachen werden. Und ja, wenn euch das gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ich denke, wir werden pro Part eine Geschichte machen, je nachdem, wie weit wir kommen, sonst auch zwei. Aber ich denke, für den ersten Part wird das lang für heute. Der Part ist 15 Minuten lang, ist okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.